der Kreis Jugendring ist eine Interessengemeinschaft, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen hier im Landkreis Prignitz vertreten sollen und setzen sich zusammen aus allen Jugendhilfeträgern und Jugendverbänden, die es im Landkreis gibt. Jugendarbeit ist immer ein wichtiger Punkt, weil ich sag mal so, ich komme selbst aus der Jugendarbeit, betreibe auch selbst Jugendarbeit in meinem Alltagsleben und gerade die Interessen der Kinder und Jugendlichen zu vertreten, gerade vor Behörden oder eben vor der Kommune, ist so ein Kreisjugendring ganz wichtig, aber Jugendarbeit allgemein auch ganz wichtig. Das ist einfach wegen der Synergien ist es wichtig und schön, dass so viele verschiedene Träger aufeinandertreffen. A, damit man sich austauscht, also auch mal einen Einblick in andere Felder hat. Und B, dass die eigene Klientel einfach auch mal über den Tellerrand schauen kann. Wir sind Ansprechpartner für die Jugendlichen. Sie finden in uns Unterstützung für ihre eigenen Vorhaben. Soweit sie uns mitmachen lassen und sie unterstützen lassen und begleiten sie ein Stück auf dem Weg des Erwachsenwerdens. Ich bin Mitglied der Aktionsgruppe Schule und Rassismus, Schule mit Courage und Mitglied im Kreis Schülerrat der Prignitz. Wir als Jugendorganisation versuchen, verschiedene Projekte für Jugendliche zu gestalten. Und es ist immer sehr gut, wenn man einen Ansprechpartner wie den Kreis Jugendring hat und wenn man jemanden hat, mit dem man diese Projekte durchführen kann und der einen dabei unterstützt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Jugend auch wieder mehr reinholen und dass die Jugend einfach auch sich ernst genommen fühlt. Und da müssen wir weitermachen. Prignitz stirbt nicht aus. Die Jugend ist da, die Jugend kommt nach. Und solange die Jugend da ist, denke ich mal, wird auch der Kreis Jugendring gebraucht. Wir sind der Kreis Jugendring!